Wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum letzten SteelTrader Helpdesk-Webinar jetzt im Jahr 2018. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Da lacht der Dirke. Du So, wolltest einen anderen Namen sagen, ich habe es genau jetzt gehört. mach hier nicht mein Intro kaputt. So, Entschuldigung. erstmal den Risikohinweis. Der muss natürlich sein, trotzdem. Also bitte dieses Webinar nur als Informationszwecken entsprechend aufnehmen und Sie müssen dann auch Ihre eigene Entscheidung treffen. Nichts, was der Dirk heute hier erzählt, ist richtig. Nein, aber entsprechend bitte nicht als Handelsempfehlung verstehen. Ja. Gut, Dirk, jetzt darfst du. Jetzt Ich darf habe ich. fertig. Ja, Und dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen zu Schalk im Nacken TV am Abend mit Nelson Cardoso Neto als Hauptdarsteller, wie mir scheint. Nein, heute hier zum tatsächlich letzten Helpdesk-Webinar. Da kann man ja auch mal gut gelaunt sein, glaube ich, na ne? klar. Aber so, also ich meine das jetzt nicht mich, ne? Ich bezog das jetzt eigentlich eher so auf dich, weil du scheinst heute irgendwie hier ganz besonders gute Laune zu haben, habe ich das Gefühl. Aber ich gönn's dir natürlich auch. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir Webinar habe. Die Ironie ist schwer zu Ist nicht rübergekommen. überhören. Bevor ich es vergesse, natürlich ist das Webinar für Sie gedacht. Das heißt, wenn Sie Fragen haben an Dirk oder auch an mich, dann gerne die Chat-Funktion nutzen und dann werden wir das natürlich versuchen zu beantworten. Genau, so sehe ich denn heute Fragen. Bin mal gespannt, ob es heute mal klappt. Und jetzt sag nicht wieder, es Das liegt wieder bei mir. Das ist echt gut. muss bei dir liegen, Dirk. Ich habe ja auch nur dieses Go-to-Webinar. Also ich sehe keine Ich Fragen, wie immer. auch. Ich habe noch nicht die Funktion gefunden, Dirk darf da keine Fragen lesen. Aber dafür bin ich ja da und dann lese ich das gerne vor. Dann sitzt doch. Nein, halte mich jetzt mal zurück mit Frechheiten. So, ich versuche mal nett zu sein. Es ist ja auch der letzte Tag dieses Jahr und dann sind wir alle in Weihnachtsstimmung und da muss man ja alle so ein bisschen mehr gern haben und mal ein bisschen netter sein. So, dann jetzt nochmal. Also, herzlich willkommen hier zum letzten Helpdesk. Mein Name ist Dirk Hilger. Ich glaube, die meisten wissen das auch, die hier dabei sind, aber vielleicht ja auch nicht jeder. Und als Entwickler hier von der Plattform stehe ich ja hier einmal im Monat Rede und Antwort zu Problemchen oder halt Funktionsfragen, die wir halt vielleicht im Support oder halt in schriftlicher Form nicht gut gelöst kriegen. Der Nelson hat mir vorhin zwei Sachen zugespielt schon mal, die schnappe ich mir schon mal. Die sind hier im Hintergrund. Und zwar war die Frage unter Samples, Hammer uns doch Stochastik in der Praxis erklären. Also mal grundsätzlich, also wir haben ja halt hier, wenn man hier drunter geht, hier in den Navigator, da gibt es unter Indikatoren, auch wenn da nicht alles Indikatoren, sondern manches auch Bots sind, gibt es eine Abteilung, die heißt Samples. So, grundsätzlich, Samples sind Beispiele und nicht dazu gedacht, die jetzt irgendwie eins zu eins zu verwenden. Man kann mit den Samples, die da drin sind, theoretisch natürlich auch automatisch handeln, aber dafür sind die eigentlich nicht gedacht, sondern das sind Programmierbeispiele. Also wenn man sich hier als Beispiel, jetzt zum Beispiel, das kann ich jetzt hier nicht, dann geht meine ganze Entwicklungsabteilung auf, wenn ich das jetzt öffne. Aber wenn man hier auf Modify halt geht und dann kommt halt der Editor und dann kann man halt sich diese Beispiele angucken zur Programmierung und kann die dann halt entweder als Basis halt nutzen, um eigene Indikatoren bzw. Bots zu programmieren oder halt eben, um sich mit der Programmiersprache generell mal auseinanderzusetzen, hier für den Stereo-Trader. Dafür ist es halt gedacht und wie gesagt, nicht, um das irgendwie eins zu eins reinzusetzen. Das heißt, auch wenn jetzt hier gefragt ist, was ist mit mit Hammer und Stochastik gemeint? Also man kann das theoretisch hier reinziehen,
sollte auch funktionieren. Und aber trotzdem, das heißt, der würde jetzt halt hier handeln, ja, sobald halt irgendwie ein Hammer irgendwo sichtbar ist. Das heißt, würde ich, ja, das ist definitiv gar keine Empfehlung, zumal ein Hammer ein ganz schlechtes Signal ist. Ganz, also steht ja im neben Lehrbuch, am Hammer soll es long gehen. Das ist totaler Quatsch. Hammer ist so ungefähr das schlechteste Signal, was es gibt. Aber und deswegen sind die Sachen auch hier drin, um das auch mal zu verdeutlichen, dass es halt eben so nicht funktioniert. Und das heißt, würde ich jetzt hier zum Beispiel, hier sieht man das jetzt, ist ja im Bereich Auto Trading, ist das jetzt geladen hier in einem Slot. Und das Add-on heißt ja auch Hammer, steht dann auch hier Hammer im Slot 1. Und sobald ich jetzt hier auf Auto Trading gehe, dann wird das hier unten auch rot und dann ist es halt an der Stelle schon aktiviert. Und sobald jetzt ein Hammer kommen würde und ich habe jetzt hier auch noch Hammer ausgewählt, dann würde der sofort long gehen. Ja, also deswegen, ich würde halt mal sagen, besser nicht machen, sondern wie gesagt, ist dazu gedacht, um zu programmieren. Ich kann jetzt ja mal gucken, M1 haben wir den ja vielleicht auch mal ganz schnell oder ich kann ja auch mal alles aktivieren. Shooting Star, Hammer, Inverted Hammer und Hanging Man. Confirmed heißt, es müsste eine Anschlusskerze für die jeweilige Formation dann halt da sein. Und dann würde entsprechend ein Trade eröffnet. Hier kann man noch minimale Range einstellen. Die setze ich jetzt mal auf 0. Das heißt, egal wie klein oder groß die Kerze ist, sobald die jetzt ein Hammer, ein Shooting Star, Inverted Hammer oder ein Hanging Man ist, geht der passende Trade auf. Das können wir jetzt gleich mal angucken. Irgendwas wird bestimmt hier gleich kommen im M1. Und dann sieht man auch, wie das funktioniert. So, hier haben wir jetzt wahrscheinlich sogar schon Shooting Star. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir den jetzt hier. Kann jetzt natürlich sein, dass noch andere Kriterien drin sind, die ich jetzt tatsächlich. Ne, da haben wir es, ne? Das war jetzt ein Inverted Hammer an der Stelle, deswegen ist er jetzt long gegangen. Stellt sich mal, das Inverted war. Das war sogar ein gutes Signal an der Stelle. Ja, aber es geht halt definitiv um die Funktionsweise. Ja. Ich kann ja mal gucken, ob das hier angezeigt wird. Welches Signal das war? Ne, jetzt leider nicht. Hier in der Beschreibung irgendwas dabei? Wahrscheinlich auch nicht. Ne, so, das hat er auf jeden Fall erkannt als Inverted Hammer. Also zum Scalping sicherlich gut. Inverted Hammer deswegen, weil der ist nicht am Hoch, ja, sondern hängt hier irgendwo dazwischen. Und von hier nach da betrachtet ist das hier ganz klar, auch wenn man das, ich mache das mal ganz groß, auch wenn man das nur schwer erkennen kann. Aber es ist tatsächlich, es ist ein Inverted Hammer an der Stelle. Und am unteren Ende, also das wäre noch ein Signal, wo ich sage, okay, wenn man sich irgendwo im unteren Bereich befindet und hat so ein Signal, beziehungsweise Inverted Hammer, der reagiert gerade im DAO oft gut. Also hat man ja auch gesehen, ja, wie weit der dann reicht. Das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber halt, so könnte man das halt als Beispiel verwenden. Ja, jetzt hier für ein Scalp wäre es halt gut gewesen. Und so geht es entsprechend halt mit den ganzen anderen Formationen halt eben auch. Ja, also ich meine, die Formation selber muss ich jetzt hier wahrscheinlich nicht erklären, da gibt es ja Literatur genug drüber. Und aber so kann man sich die eben dann auch automatisch handeln. So. Und Stochastik ist, kann ich ja auch mal zeigen. Ich kann auch übrigens hier zwei Bots übereinander legen, wenn ich jetzt sage, okay, das ist hier das eine. Mal angenommen, ich will halt hier immer Hämmer und so, hier kam hier nochmal was, das war nochmal ein Inverted Hammer an der Stelle. Und ich will halt immer Inverted Hammer und als Beispiel Hanging Man handeln. Und dann könnte ich das jetzt als Beispiel hier drin lassen. Und gleichzeitig sage ich, will ich aber auch die Stochastik handeln. Das heißt, die geht nach einem ganz klassischen Stochastik-Signal, wird dann hier unten auch eingeblendet, wie man dann sieht. Erstmal wird die Stochastik an sich angezeigt. Ja. Und ich habe halt hier im Slot ist die jetzt halt auch drin, also im zweiten Slot. Das geht ja zum Beispiel mit dem MetaTrader nicht. Dort kann ich immer nur einen Experten laufen lassen und nicht zwei gleichzeitig. Aber hier kann ich halt bis zu drei gleichzeitig eben auch laufen lassen. Und so kann man die übereinander stapeln dann letzten Endes. Und hier wäre jetzt halt Stochastik. Das heißt, das ist ein ganz klassisches Signal. Hier mit den typischen Stochastik-Parametern. Sobald ich jetzt hier. Das sieht man nur leider nicht gut. Das ist natürlich viel zu klein, aber sobald jetzt halt diese Linie, diese blaue, die man hier unten erkennen kann, sobald die im unteren Bereich sind, also unterhalb der 20, ja, das ist ja halt hier die Signallinie, ist ja eingestellt bei 20
Das heißt, ich habe einmal oben die 80, unten die 20. Und sobald diese Linien im unteren Bereich sich kreuzen, unterhalb der 20, würde dieses Stochastik ein Long-Signal erzeugen. Kann man ja gleich auch mal gucken, ob das funktioniert, weil das müsste nämlich gleich kommen. Den Hammer mache ich mal aus. Also ich kann die halt auch hier einzeln aktivieren und deaktivieren, wie man sieht. Und genauso gut kann ich das übrigens auch hier drüber machen. Ja, also indem ich halt einfach hier aktiviere, weil man sieht, das ist synchron geschaltet. Ich habe vorhin noch überlegt, soll ich im Dauer noch Short gehen oder nicht? Aber während dem Webinar wollte ich jetzt keine Position offen haben. Naja. Reicht aber auch, glaube ich, für heute, davon mal abgesehen. So, das hat es damit auf sich. Jetzt, wie gesagt, wir können jetzt mal kurz abwarten, ob wir jetzt hier ein Signal kriegen. Aber generell sollte man dazu natürlich dann die Stochastik dann auch verstehen. Wie funktioniert die? Also generell ist es ja halt ein Oszillator, die Stochastik, der in Seitwärtsphasen eigentlich eher zu gebrauchen ist, nicht unbedingt in Trendphasen. Und wobei das natürlich alles auch immer sehr fragwürdig ist. Also ich verwende gar keine Indikatoren, andere schwören drauf. Aber so könnte man das zumindest ganz einfach automatisieren. Also kann jetzt sein, dass es noch dauert, bis das Signal halt kommt. Wie gesagt, sobald sich diese Linien unterhalb dem Schwellwert, also unter der Signallinie von 20 kreuzen, dann kriege ich entsprechend hier ein Stochastic-Long-Signal. Verständlich soweit? Also ich sehe leider keine Fragen. Ne? Das ist halt, du musst da Ja, halt es gibt einfach eine Frage reingrätschen. dazu. Ja. Genau, mache ich auch. Und zwar, ob man die beiden auch nur als Signalgeber nutzen kann, ohne dass automatisch gehandelt wird. Gute Frage. Ich glaube ja. Also wenn man die Automatik ausschaltet, müsste das eigentlich so sein. Das heißt, sobald ich halt hier, sobald es nicht mehr rot ist und hier nicht mehr aktiviert ist, dann müsste hier, es sollte hier entsprechend nur ein Fall kommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jetzt wirklich so angelegt sind, dass das der Fall ist. Also ist, sag mal, von der Programmierung her machbar, aber ich weiß es wirklich auf Anhieb nicht, ob die jetzt dafür halt so ausgelegt sind in der Form. Können wir mal einfach mal laufen lassen, dann sehen wir ja, ob da was kommt. Weil wie man vorhin gesehen hat, kam ja da auch ein Pfeil. Oder war da ein Pfeil oder war da kein Pfeil? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Doch, da war einer, aber da war auch aktiviert. Okay. Mal Da gibt gucken. es grundsätzliche Erklärungen zu allen Samples, wird hier gefragt. Nee, nicht wirklich. Also wenn dann in den Quelldateien selbst, dort steht dann immer ein bisschen was drin. Aber jetzt nicht irgendwie in der Dokumentation, weil es ja, wie gesagt, einfach nur Beispiele sind. Ja, da muss man sich halt einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Also wenn man halt auch generell Affinität zur Programmierung hat, wird man das auch relativ schnell verstehen, was es damit auf sich hat. Und ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht so auch dau. Das ist natürlich echt mies. Können wir das bitte das Webinar unterbrechen? Ich muss mal kurz hier Short gehen. Nein. Ja, stürzt sich hier aus dem Fenster. Okay, soll er machen. Okay, also da gibt es ja halt einiges an Beispielen. Wir hatten auch mal ein Webinar dazu gemacht, rein zur Programmierung. Also hier ist zum Beispiel halt, wenn die ATR halt überschritten ist von einer bestimmten Kerze, ja, also ganz einfache Beispiel, dann Crossing MA, also wenn sich zwei gleitende Durchschnitte halt kreuzen, da gibt es zwei Beispiele. Gap Hopper, wenn also irgendwo ein Gap entsteht, dass er in die Richtung von dem Gap dann halt entsprechend einen Trade eröffnet. Wir haben ja im DAO zum Beispiel abends um 21:55 Uhr haben wir fast immer ein Gap, weil da irgendein größerer Marktteilnehmer scheinbar immer seine Positionen auflöst. Das ist zum Beispiel so eine Situation, dort könnte man zum Beispiel den Gap Hopper verwenden. Das heißt, wenn man da irgendwie ein Gap haben von irgendwie 10 Punkten long, und dann würde der halt direkt dann reinspringen und das Gap aufgreifen und dann halt entsprechend in Long-Richtung halt handeln. Kann man natürlich auch genauso gut in größeren Timeframe machen, dann eben halt in Gap-Richtung. Hammer haben wir gehabt. Intervall heißt, ist ein Beispiel, wo man halt verschiedene, einfach zu bestimmten Zeiten halt immer wieder einen Trade absetzen kann. Momentum Peak ist halt, wenn wir einen entsprechenden Ausbruch haben, der dann eingefangen wird. Range Breakout ist, glaube ich, bekannt. Ja, man kann halt eine Range definieren und sobald der halt dort rausgeht, werden Trades eröffnet. Ranger Ja, gibt es nur bei mir. Ja, da gibt's bitte. eine Frage zu dem Unterschied zwischen M und O. M heißt Market Order, O heißt Pending Order. Also hier einmal Market und einmal per Order sozusagen.
RSI ist halt auch alles, das sind wie gesagt Beispiele, ja. Wenn die RSI halt irgendwie getriggert wird und da wird entsprechender Trade eingegangen, Trade at Time, finde ich wiederum halt hilfreich. Das ist halt wirklich so ein Tool, das kann man, glaube ich, verwenden, auch guten Gewissens, wenn man da halt einfach sagt, okay, um Punkt die und die Zeit gehe ich long oder short. Also das hab ich tatsächlich in der Praxis auch schon öfters mal eingesetzt. Und weil man dann halt eben nicht dann mit der Stoppuhr davor sitzen muss, wenn man zum Beispiel sagt, Beispiel amerikanischer Markt, ja, irgendwie um 8 Uhr dreht ja meistens alles komplett durch oder geht komplett dann in die andere Richtung und dann kann man das hier einfach einstellen, dann Trade at Time 20 Uhr, Long, Short, was auch immer. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie das aussieht, ob man das hier reinsetzt. Ich hoffe, die funktionieren alle, weil ich bin halt hier immer eine Version weiter als ihr. Und deswegen ist es immer ein bisschen experimentell. Aber hier, ne, sieht man dann halt eben Trade 15:30 Uhr zum Beispiel. Oder ich könnte jetzt halt sagen, sagen wir 18:17 Uhr, zum Beispiel 18:18 Uhr. Hoppla. 18:18 Uhr. So, an allen Handelstagen, ja, kann ich ja auch auswählen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. So, würde jetzt bedeuten, um 18:18 Uhr kriege ich jetzt hier eine Long-Position. So, mal gucken, ob das macht. Ich gehe mal stark davon aus. Auch wenn es nur ein Beispiel ist, sollte aber trotzdem funktionieren. Aber trotzdem sind die natürlich jetzt nicht, ich sag mal so, jetzt wie die anderen Add-ons halt so gepflegt. Das heißt, da kann es auch mal sein, wenn irgendwas, dass in den Beispielen einfach mal irgendwas nicht funktioniert, ja. Weil es halt eben ja halt eben nur Beispiele sind. Rohvorlagen Reicht, wenn sozusagen. man nur die Trade-Einstellung macht, oder muss man Close auch entsprechend? Nee, man kann auch Close weglassen. Also es kann auch hier einfach ein Minus rein und dann ist halt Close dicht. Dann würde da halt nichts passieren. Und jetzt werden wir halt sehen. Hier, genau um 18:18 Uhr hat er jetzt hier eine Position aufgemacht in Long-Richtung. Also zum Skypen oder so kann man sowas natürlich halt auch verwenden. Oder wie gesagt, wenn man halt eben einen konkreten Plan hat um die und die Uhrzeit. Kassaschluss oder was halt auch immer, ja. Muss man da nicht sitzen und dann irgendwie gucken, so wie viele Sekunden sind es jetzt noch, sondern stellt es halt einfach ein und Dazu macht gibt es wieder eine entsprechend. Frage zu Trade at Time, und zwar, dass im Backtest die Anfangszeiten ziemlich zufällig verschoben werden, ob es dir bekannt ist und ob es eine Lösung gibt. Im Backtest, das heißt, wenn man den, Im wenn man das im, Strategietest, daher. ja, könnte. Nee, ist mir nicht bekannt. Also bei mir läuten da zwar ein paar Glocken, woher das kommen könnte, aber bekannt ist es jetzt tatsächlich nicht. Muss ich mir angucken. Also in der Praxis ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Also dort ist halt immer akkurat. Es könnte aber sein, dass durch die Synchronisation im Backtesting, dass solche zeitlich getakteten Trades nicht unbedingt richtig funktionieren. Das kann tatsächlich sein, ja. Muss ich mir angucken. Ja, hier wird bestätigt, im Live-Modus funktioniert alles einwandfrei. Ja, okay. Gut. So, gibt es da noch Fragen dazu? Jetzt zu den Samples haben wir jetzt soweit alles. Okay, gut. Stochastik, ne? Also File gab es nicht. Also ist halt nicht entsprechend so programmiert. Sonst hätte jetzt hier vorhin die Stochastik nämlich ein Long-Signal. Also hier sieht man es jetzt. Ne? Jetzt hat diese blaue Linie hat die rote gekreuzt unterhalb der Signallinie. Und das heißt entsprechend. Dann halt long, jetzt sogar funktioniert hier. Also Stochastik muss ich aber halt wirklich auch dazu sagen, im kleinen Timeframe, im DAX zum Beispiel, habe ich da halt auch mal einfach ganz blind, zum Beispiel länger her, im 5-Minuten-Chart einfach nur Stochastik gehandelt, automatisiert. Also natürlich auch nur im Test, jetzt nicht im Live. Und da sind tatsächlich positive Werte dabei rausgekommen. Das hat mich selber erstaunt. Also einfach mal nur, wenn die halt in die Richtung dreht, long, dreht es in die andere Richtung, short. Ohne Stop-Loss, ohne alles, immer nur entsprechend mit Gegenpositionen. Also kann man sich mal angucken. Also seitwärts, gut, der DAX ist ja dauer seitwärts, außer jetzt vielleicht gerade, obwohl jetzt ja gerade wieder seitwärts. Und vielleicht hängt es damit zusammen, aber man kann sich das ja halt einfach hier auch im Bild angucken. Ja, also hier hätte es gepasst, da oben, wobei die wahrscheinlich hätte kein Signal gegeben. Ich bin jetzt hier im 1-Minuten-Chart. Ja, das ist natürlich schon Hardcore für so eine Geschichte. Aber hier halt auch, ging es mal kurz runter, da gab es kein Signal, da war es oberhalb, der ging tatsächlich ja weit runter und hier unterhalb auch nochmal. Also, warum nicht, wenn man das irgendwie kombinieren kann mit seinem Handelsansatz.
und kann das hier dann entsprechend automatisch einstellen. Wenn man sagt, ich handle nach Stochastik, kann man es damit ja eigentlich machen. Okay. So, dann brauche ich mal, also genau, MTO erklären wäre jetzt halt so das Nächste. Also MTO, Genau, Order. wurde jetzt auch tatsächlich nochmal im Chat auch gefragt. Ja, okay. Also MTO heißt Market Trail Order. Ich mache das hier mal alles weg. So, Market Trail Order heißt nichts anderes. Also man kann es ja hier einstellen im Setup. Jetzt muss ich aber selber mal gucken, wo das ist. Müsste eigentlich hier sein. Genau, MTO Distance. Ja, da kann ich ja zum Beispiel sagen, ja gut, 5 Punkte MTO Distanz. So, ich lasse den Wert jetzt einfach mal, ich sage gleich was dazu. Da steht jetzt einfach MTO 5 und das bedeutet Market Trail Order. Das heißt, wenn ich jetzt hier normal auf Long klicke, so, habe ich hier direkt eine Position im Markt. Gut ist, ja. So, wenn ich aber jetzt das Ganze mit Shift mache und dann habe ich eine Market Trail Order. Das heißt, sieht man jetzt, ich lasse den mal ein bisschen runterkommen, damit ich nicht sofort rausfliege. Versuche den mal ein bisschen tiefer einzufangen. So, wenn ich jetzt Market Trail mache, sieht man Folgendes. Ist ähnlich wie eine Limit Pullback. Ja, hängt sich halt an den Kurs dran, hier im Abstand von 5 Punkten. Das heißt, ich bin nicht sofort long, sondern entsprechend traile im Abstand von was auch immer ich eingestellt habe. Jetzt waren es ja 5 Punkte. Ist halt dann auch, wenn man zum Beispiel halt jetzt wenn man irgendwo eine Marke hat. Also das haben wir hier zum Beispiel, ja gut, das war jetzt nicht so ein kluger Punkt. Ich nehme mal nehme mal als Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das weiß ich jetzt gerade auswendig. Das ist die 24.029. So, das ist das Tagestief vom Freitag. Und wenn ich jetzt sage, ich will so einen Punkt halt long handeln, ja, oder halt eben auch umgekehrt, short, habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich packe mir halt hier eine Limit-Order hin oder, was ich ja halt auch oft sage, dann halt an solchen Märkten lieber erstmal gucken, ja, was macht der Kurs da? Und dann kann ich halt jederzeit und dann halt zum Beispiel hier einfach, ohne dass ich ein Limit-Pullback oder eine Limit-Order hinlege, oder wenn man jetzt auch sagt, hier 24.000, gut, das wird jetzt definitiv kein Punkt, den ich handeln würde. Aber da kann ich halt sagen, ich gucke mir das mal an, was er dort macht. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel reagiert. Und ich sage, okay, das Ding reagiert, wenn er das so weitermacht. So, und dann gehe ich mit einer Market Trail Order rein. Ja, so habe ich halt einfach ein bisschen Puffer, muss nicht genau mit der Maus da drauf hängen und kann mich halt in die Bewegung vom Markt eben halt einstoppen lassen. So, das ist natürlich hauptsächlich für einen Scalping-Ansatz eben gedacht. Ja, aber so muss man nicht dann zwangsläufig mit Limit Orders arbeiten, wobei das ja letzten Endes auch nur eine Limit Order ist, ja, die sich halt jemand aber eben manuell reingibt an die aktuelle Marktposition. Und deswegen heißt das Ding Market Trail. Ja, also inwiefern das jetzt hier an dieser Stelle sinnvoll ist, das ist natürlich, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, aber halt, man kann damit halt schon bei bestimmten Marktsituationen kann man sich eigentlich ganz gut in den Markt einkaufen. Das hatten wir auch mal irgendwie in der Gruppe, wo dann halt irgendwie auch mal irgendwie 5, 6 Market Trail Orders da nacheinander halt echt schön dann auch in den Gewinn gelaufen sind. Und weil man halt eben nicht direkt immer am Limit dann halt sein muss, sondern guckt sich dann halt einfach zum Beispiel an, wie jetzt zum Beispiel hier, habe ich Reaktion, habe ich nicht Reaktion. Wenn Reaktion da ist, dann gehe ich da mit einer Market Trail dann halt entsprechend rein und lasse mich dann halt in den Markt da einstoppen. Oder wenn es halt, wenn ich dann sehe, okay, funktioniert nicht, kann ich halt jederzeit wieder löschen. Ja, ohne halt, dass ich direkt mit einer Position da am Markt bin. Und Short natürlich ganz genauso. Ja, also wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite halt eben dann halt so rum mache, ist natürlich Short genau das Gleiche. Das heißt, ich kann es auch verwenden für einen spontanen Exit von der Position. Ja, jetzt mal angenommen, ich bin hier long. Na gut, der wird nicht aufgehen. Gehe ich mal von aus. Aber ich versuche es trotzdem mal zu zeigen. Ich würde hier eigentlich tendenziell eher Short gehen. Mal gucken, das sollte eigentlich besser funktionieren. So, jetzt ist den Stop mal ein bisschen weg. Take Profit mache ich auch mal weg. So, gucken wir mal. Den hier brauche ich ja gerade nicht. So, geht ja nur darum, das mal zu verdeutlichen. Wenn ich also jetzt entsprechend eine Bewegung bekomme, hier zum Beispiel an die Lows, ja, wenn das jetzt hier der letzte Support ist, der dann
halt ausgetestet wird, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil es würde zumindest mal Sinn machen, wobei das hier ist der letzte Widerstand. Kann natürlich jetzt genauso, aber ansonsten würde ich den hier oben nochmal reingehen. Ist halt generell jetzt gerade so ein bisschen doofes Feld hier an der Stelle, weil wir hier halt das Tagestief haben vom Freitag und hier halt irgendwie den letzten Support einer Minute, beziehungsweise hier den letzten Widerstand hier auf einer Minute, der jetzt hier aber zum Support werden könnte und hier unten halt das letzte Tief. Aber guck mal, ob das funktioniert. Vielleicht tut er mir jetzt den Gefallen, kommt mal hier kurz runter. Und das heißt, man kann sowas dann halt genauso gut, nämlich dann eben als Exit, als spontanen oder nochmal als dritten Trailing Stop oder wie dann auch immer oder halt auch mit Teilpositionen. Angenommen, ich bin jetzt hier mit 20 Kontrakten, da halt als Beispiel Short. Und dann könnte ich nämlich, ach komm, Dau, jetzt tun wir hier nicht so. Könnte ich genauso gut hier statt einer direkten Limit, kann ich das genauso machen, guck mir einfach den Markt an, wie er dann an der Stelle reagiert, wenn er dann jemals dahin kommt. Und kauft die nicht sofort raus, sondern lasst die halt eben dann auch trailen. Jetzt steht hier echt still, das kann doch nicht sein. Das im Dow, der normalerweise echt immer schöne lange Kerzen macht. Der will jetzt irgendwie gerade nicht. Mal gucken, vielleicht kommt es ja irgendwie auch gleich noch. Nö, will noch nicht. Dauert wohl noch. Ihr könnt Gut, stellen wir noch weiter mal kurz beobachten hin. und gleich Ja, weitermachen. genau. Gut, dann nächste Frage. Hi Dirk, ich habe Probleme mit dem Indikator SFX für die Forex-Paarung. Der Indikator wird immer wieder inaktiv, morgens beim Hochfahren. Und ich muss ihn deinstallieren und dann wieder neu installieren. Gibt es eine Lösung in den Einstellungen? Deinstallieren. Was heißt deinstallieren? Wäre da mal meine Frage. Also, Vielleicht aus dem aus dem Chart entfernen. Gehe ich mal von aus, aber kann der Teilnehmer natürlich gerne nochmal konkretisieren. ja, weil eigentlich sollte das halt zumindest mal seit den letzten Versionen, das wäre natürlich halt auch wichtig, mal zu wissen, welche Stereotrader-Version ist das, wobei halt eigentlich nur noch die 2045 ist, glaube ich, mittlerweile die Minimal Anforderungen, also alles drunter wird, glaube ich, mittlerweile als abgelaufen auch deklariert. Aber generell Indikator ist es löschen, so. schreibt der Teilnehmer. Bitte? Indikator löschen, also aus dem Chart heraus Ja. löschen. Aber das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also, wenn es mal halt irgendwie hakt und reicht es auch mal kurz den Timeframe zu wechseln, weil da passiert nämlich nichts anderes, wie wenn man den Indikator löscht. Aber selbst das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Also das müsste ich mir mal im Detail angucken, weil ich bin mir sicher, dass es bei den ganzen Also. anderen eigentlich so nicht mehr stattfindet, sondern halt, dass die halt warten, bis der Stereo-Trader geladen ist und dann entsprechend die Indikation neu aufbauen. Ein anderer Teilnehmer hatte auch dasselbe Problem. Auch mit dem SFX oder wie? Ja, er hat geschrieben, habe das gleiche Problem. Okay. Und Also ein ja, ist anderer natürlich. bestätigt das jetzt auch. Okay, gut, dann ich glaube es ja schon, es ist ja schon gut. Nein, aber generell irgendwie, also entfernen muss man eigentlich nie, sondern wenn das so ist, einfach mal kurz den Timeframe wechseln und dann ist es eigentlich erledigt. Aber also wenn man halt, ich überlege gerade, also wenn man halt den MetaTrader beendet und ich kann es ja mal hier irgendwie versuchen, könnte man halt hier irgendwie den Euro aufmachen. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja hin. So, den SFX, wobei der ist gerade. Ich hoffe mal, der funktioniert jetzt hier bei mir. Also Indikatoren hier, SFX. So. Ja, so ein bisschen was sieht. Machen wir noch irgendwie noch eine Range dazu. M5. Okay. So, weil das Ding ist natürlich immer darauf angewiesen, dass auch der MetaTrader hier alles richtig speichert. So, ah ne, jetzt kriegen wir hier ein kurzes Beispiel. So, das ist doch schön. Jetzt mache ich erstmal ganz kurz das noch. Also, wenn wir jetzt hier so einen Punkt haben, ja, wo ich vorhin gemeint habe, dann gucke ich mir an, machen wir ein neues Tief oder nicht. So, und dann kann ich hier genauso gut sagen,
Na gut, jetzt hier über Shift Long habe ich das hier gemacht. Das heißt, wenn wir durchgehen, wird er dranhängen. Ansonsten habe ich jetzt hier einen Teilverkauf, wie man es gerade gesehen hat, rausgetrailt. Ich kann das nochmal machen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir, vielleicht geht er da jetzt einmal drunter. Ne? Bleibt er wieder stehen. Ja, ich halte jetzt hier einfach die Shift-Taste gedrückt und bin oben auf Kaufen. So, mal gucken, wie wir jetzt einen Peak drunter kriegen. Das sieht ja so ein bisschen danach aus. So, da kann ich mich jetzt hier sagen, okay. Ja, so sieht man es jetzt eigentlich ganz schön. Ja, zieht die Order mit runter und zieht es dann und geht dann da raus, wo auch immer entsprechend der Markt reagiert hat. So, das war doch jetzt mal ein brauchbares Beispiel. Also zur MTO-Order, ja, wie man mit der eben auch umgehen kann. Und natürlich umgekehrt genauso, wenn ich jetzt der Meinung bin, boah, der muss hier long gehen. Und dann kann ich natürlich genauso gut hier mit Shift die Order halt so reingeben und kann mir das halt auch dann nochmal angucken. Habe ich eine Reaktion? Ja, nein. Habe ich. Gut, bin drin. Und dann habe ich zumindest immer in die in die kurzfristige Impulsrichtung im Tick oder je nachdem, wie groß natürlich die Distanz eingestellt ist, bin ich dann in den Markt eingestiegen. Ja, kann man natürlich auch genau, statt 5 Punkten kann ich natürlich auch 100 eingeben. Ja, wenn man jetzt irgendwie im Swing Trading oder so halt da unterwegs ist, geht es natürlich genauso gut, ist ja klar. So, jetzt gucken wir mal hier. Also, ich versuche das mal nachzuvollziehen, ob das bei mir auch so ist. Also, hier ist der SFX, entsprechend die Indikation für Währungspaare. Jetzt gucke ich mal, ob der MetaTrader mir hier das genauso vor allen Dingen wiederherstellt, weil das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung. So, MetaTrader ist erstmal zu. Gucken, ob ich den hier wieder finde. Beziehungsweise, ob jetzt der MetaTrader das auch entsprechend nochmal aufmacht. So, die beiden sind schon mal da. Ja, wie man sieht, das dauert einen Moment. So, und wie man sieht, es ist alles da, ja. Fehlt nichts. Deswegen war halt die Frage nach der Version, weil, ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, wenn man das halt zumacht, da ist erstmal alles unten leer und das dauert dann einen Moment. Und sobald der Stereo Trader komplett geladen ist, dann wird auch die Indikation neu berechnet. Also konnte ich es Okay, leider. ein Teilnehmer schreibt, Version ist aktuell, aber Da müsste ich halt mal wissen, also, aber das machen wir dann vielleicht besser im Support oder wenn das jetzt irgendwie gerade parallel gemacht werden kann. Es steht ja unten im Terminal, steht ja eigentlich immer, da sollte man hier mal reingucken, ob da irgendwas steht. Ja, weil normal, weil hier steht ja zum Beispiel Waiting for Stereo Trader, hier das SFX, das macht es ja halt an der Stelle. Und da halt mal gucken, was da drin steht und dann vielleicht mal ein Screenshot irgendwie am besten dann Richtung Support dann halt schicken. Dann kann man dem dann halt auch mal nachgehen. Weil erstmal funktioniert es ja, wie man sieht, also heißt aber natürlich nicht, dass es dann immer unter allen Bedingungen dann halt genauso ist. Weiß ich leider, je nachdem, welche Windows-Versionen man da hat und gibt es da leider immer wieder mal Unterschiede, warum auch immer. Okay, next. ja. Guten Abend zusammen. Dirk, kannst du bitte kurz auf den ATRX-Indikator eingehen? Speziell auf die Bedeutung der zwei kurzen Linien über und unter der laufenden Kerze. Jo. Das kann ich gerne tun. Ich bleibe mal hier im DAO, dem ich hier weinend zusehe. Oh Mann. Und zwar ATRX haben wir hier unter Tools. X2 ist nicht, ne, ist nicht offiziell, gibt es nur bei mir, oder? Hoffe ich doch. So, ATRX. Wie der Name schon sagt, hier wird generell wird halt die ATR indiziert, also das heißt die Average True Range, damit die durchschnittliche tatsächliche Länge von einer Kerze in einem Timeframe. Sie heißt übrigens deswegen tatsächlich, weil entsprechend auch die Gaps und so weiter mitgerechnet werden.
und nicht nur die Kerzenlängen an sich. Also was man hier sieht, ich habe halt hier eingestellt zum Beispiel ATR 14 SMA 200. So, das heißt, ich hoffe nur, man kann das hier unten alles noch erkennen, weil es natürlich ziemlich mini ist und ich wüsste auch jetzt nicht, wie man mit GoToWebinar hier irgendwie einen Bildausschnitt vergrößern kann, sonst würde ich das ja mal irgendwie machen. Aber das geht leider nicht so, meines Wissens, ohne weiteres. Oder geht das irgendwie? Nee, ne? Ich glaube nicht. Dann kommen hier Bildschirm, ein Fenster. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Ich glaube, wenn ich das hier so mache, nutzt es nichts, oder? Ändert sich da irgendwas? Oder sieht das alles aus wie vorher? Ist da irgendwas größer geworden gerade? Nee. Nee, okay. Gut. Nee, weil es ist die Zoom-Funktion hier am Mac. Also generell ATR 14, SMA 200 und Schwellwert 1,0. Was heißt das? Also erstmal habe ich hier unten diese kleinen Dinge. Also am besten sieht man sich das mal selber irgendwie auf den Chart, um das nachvollziehen zu können. Also hier diese kleinen Balken. Das zeigt mir jeweils die Länge oder die Länge der jeweiligen Kerze, die darüber liegt. Ich mache das mal hier ein bisschen breiter. Dann sieht man es noch ein bisschen besser. Ja, also mit zum Beispiel halt hier diese letzte Kerze nimmt und dann sieht man, das ist halt entsprechend, nicht, Entschuldigung, das ist nicht die Kerze, sondern das ist die aktuelle ATR an der Kerze. Ja, weil die verändert sich ja nur geringfügig. Was ich hier oben sehe, dieses Zickzack, das ist dann wiederum die tatsächliche Länge von der Kerze. Das heißt, der ist von der Darstellung ist der ein bisschen umfangreicher als ein normaler ATR. Wenn man dann halt hier guckt, dann hat man halt hier, ja, wenn ich jetzt das Fadenkreuz drüber halte, habe ich einen Wert von 83. Und das könnte ich die Kerze hier messen. Und dann sollte ich, genau, ne, also hier auch 83, 84. Solange ist die Kerze 84 Punkte. Und das ist immer nur der Durchschnitt, der hier angezeigt wird. Also nicht der Durchschnitt, Entschuldigung, die ATR, also die True Range, die halt eine Kerze entsprechend im Schnitt hat. Und diese SMA, das ist nochmal ein Durchschnitt auf den Durchschnitt. Das heißt, wenn ich hier SMA 200 einstelle, dann wird mir hier eine rote Linie eingezeichnet und die zeigt mir von den letzten 200 Messungen den Durchschnitt wiederum an. Und das ist insofern, ist das halt hilfreich, weil ich dann halt weiß, wenn ich jetzt also einen normalen Wert habe, jetzt nicht den DAU, der ist ja momentan alles andere als normal. Aber dann weiß ich halt zum Beispiel, okay, wenn ich unterhalb dieser Linie liege, sieht man ja auch, ist das hier alles grau dargestellt. Und sobald es drüber geht, ja, und dafür ist hier halt auch der Schwellwert, das heißt, es muss mindestens ein Punkt muss es da drüber sein und dann ist es blau. Und dann weiß ich halt einfach hier mit einem Blick, okay, lohnt sich zu handeln, lohnt sich nicht zu handeln. Ja, also ich sehe halt hier einfach, okay, die Vola ist gerade halt, läuft aus dem Ruder, beziehungsweise ist gerade angestiegen. Entsprechend habe ich halt dann auch ein besseres Kostenverhältnis dann an der Stelle, beziehungsweise halt Kostenspread. Also die Spreads ist ja letzten Endes sind ja meine Kosten. Und wenn ich dann halt bestimmte Werte habe, wo zum Beispiel der Spread dann ein bisschen höher ist, dann kann ich mir da halt einfach, es ist einfach eine simple Anzeige dafür, um mir zu sagen, okay, hier lohnt es sich zu handeln, hier ist was los, hier ist gerade Vola im Markt. Und das hat es halt mit diesem ATR X auf sich. Also so hat man diese ganzen Anzeigen hier unten zu verstehen. Die normale ATR zeigt ja einfach nur eine Zahl. Ja, da steht dann halt irgendwie 38,9. Ja, gut, aber keine Relation. Ja, und hier habe ich halt die ganzen Relationen. Eben wie gesagt, zu den letzten 200 Messungen. Also ich kann auch hier genauso gut dann irgendwie eine 20 einstellen. Da sieht man, dass die Kurve ein bisschen, ja, ein bisschen wilder, beziehungsweise ein bisschen volatiler. Und dann habe ich halt hier schon mal Ausbrüche da. Und das ist dann halt ein bisschen näher dran. Und 200 ist nur die Voreinstellung. Dann ist die halt ziemlich glatt. Und dann sieht man halt hier relativ genau, auch kurz vor der Markteröffnung wurde es halt interessant. Und jetzt halt einfach entsprechend handelbarer Markt. Und hier entsprechend die Ausprägung von den jeweiligen Kerzen. Da sehe ich halt auch die ganz klar, wo habe ich einen Ausreißer aus der ATR. Ja, also wenn hier jetzt so ein Ding mit, ich mache es nochmal größer, wenn hier jetzt so eine Kerze, eine Ecke oben raus ist, da weiß ich, okay, hier war die ATR, ist definitiv, oder die Range von der Kerze definitiv aus dem Ruder gelaufen. Ja, und hier um den Faktor 2 bis 3 von der ATR. Die Linien, die man hier sieht, damit hat es Folgendes auf sich. Also meine Messung ist hier aktuell ATR 14. Das ist halt einfach ein Standard. Und da wird halt immer die Range von den letzten 14 Kerzen,
wird gemessen. Fragt mich keiner, warum es 14 ist. Es ist einfach so. Also man kann da natürlich auch einstellen, was man möchte. So, und diese Linien, die hier angezeigt, sag mal, ich habe heute einen Sprachfehler, die hier angezeigt werden, die zeigen mir, wohin die Kerze von hier aus jetzt laufen müsste, um die aktuelle ATR zu erreichen. Das heißt, hier der untere Punkt oder beziehungsweise hier die beiden mittleren Punkte, wenn ich die jetzt mal bemesse, dann sieht man, da komme ich auf einen Wert von, das stimmt irgendwie nicht ganz, 27, weil das sollte eigentlich die ATR mal 1 sein. Warum die jetzt aber hier 27 ist und nicht 37? Frag mich mal einer. Das müsste nämlich eigentlich, gut, verstehe ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, aber das ist eigentlich zum, oder ist es auf den Average nochmal gemessen? Ja, genau, das ist der Average, richtig. Also der 200er Durchschnitt ist das. Das heißt, von dem 200er Durchschnitt, der liegt ja gerade in dem Bereich. Ich habe gedacht, ich habe hier einen Denkfehler. Ja, da sieht man es ja halt. Der liegt nämlich gerade irgendwie bei einer 20 irgendwas. Und darauf ist es halt bezogen. Das heißt, wenn die Kerze hier entsprechend von oben bis unten, ja, also das ist halt der Durchschnitt, bis dahin müsste die laufen, dann hätte sie die durchschnittliche ATR erreicht. Und hier oben, von ganz oben bis ganz unten, wäre es halt der doppelte Durchschnitt. Und interessanterweise sieht man das halt eigentlich auch ganz gut. Also er bewegt sich ja auch gerade momentan da drin. Und man sieht eigentlich immer, sobald es halt über einen von den beiden Punkten rausgeht, dann verschieben sich natürlich die Punkte, wenn er weiterläuft. Aber tatsächlich hat man halt in den allermeisten Fällen halt eine Reaktion an der Stelle. Und jetzt kann man ja gerade mal gucken, jetzt läuft die 5-Minuten-Kerze. So, die geht jetzt hier drüber. So, die anderen wandern natürlich nach. So, mal gucken, aber hier unten sollte tatsächlich, soll es dann jetzt mal eine Reaktion geben. Kann man mal gucken, ob man das skypen kann. So, da wäre jetzt die ATR 200 überschritten. Gut, jetzt an der Stelle nicht. Das war jetzt der Vorführeffekt. Aber ist tatsächlich so, kann man sich ja mal im Auge behalten. Also ich weiß nicht, was hier gerade mit dem Markt auch los ist. Der stürzt sich hier gerade wirklich ja komplett im Keller. Der Dow. Da sollte man sich, glaube ich, lieber mal irgendwie einen normal laufenden Markt angucken, weil das hier ist ja schon bisschen heftig, was da gerade passiert. Also da einfach mal, also es war jetzt halt, wie gesagt, Vorführeffekt, aber man sieht ja, was hier im Dow gerade los ist. Das ist halt bisschen alles andere als normal. Ich kann mir das ja mal im Euro angucken. Vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Das ist nämlich tatsächlich ein brauchbarer Richtungswert. Dann weiß ich halt auch einfach, also gerade bei Währungen ist es ja zum Beispiel so, dass die halt eine fast feste tägliche Range halt haben und dass die halt in den seltensten Fällen auch überschritten wird. Und da kann man sich das halt entsprechend halt auch dann halt auch einzeichnen lassen und weiß dann halt, okay, hier an der Stelle ist eigentlich die übliche Range halt von einem Tag vorbei. Wobei ich halt auch behaupte, auf einer Stunde oder so läuft es nochmal eine Ecke genauer, jetzt auch hier im DAU, als jetzt irgendwie auf 5 Minuten. Ja, hier sehen wir es ja gerade. Ja, selbst bei der Vola, aber hier ist dann halt an der Stelle gibt es dann erstmal Reaktionen, weil hier die ATR um das Zweifache einfach schon ausgereizt ist. Und der Hintergrund ist halt einfach auch der, dass natürlich halt, wenn da irgendwelche Algos da halt liegen, dass die dann halt natürlich auch nicht alles auf einmal dann halt irgendwie in den Markt geben, sondern natürlich schon gucken, so was habe ich halt für eine übliche Range. Und wo kann ich halt Positionen entsprechend verteilen? Also hier sieht man es ja jetzt wirklich gerade ganz schön, ne? Dass es halt passt. Das hat es damit auf sich. War das verständlich? Ja. Okay. Gut, dann eine Bitte an die Teilnehmer, erstmal keine neue Frage reinstellen, weil wir haben wirklich sehr viele Fragen und damit wir mit der Zeit einigermaßen hinkommen. Wenn wir ein paar Minuten später machen, ist, denke ich, kein Problem, aber müssen wir doch alles im Rahmen halten. So, Dirk, dann nächste Frage. Hallo Dirk, was kann die Ursache sein, wenn im Chartfenster im Hintergrund in Grau das Handelsinstrument nicht angezeigt wird? Fehlt auch oben in der blauen Leiste, verschwindet phasenweise einfach von alleine. Hier in der Leiste fehlt es.
Da habe ich überhaupt, also da nimmt der SEO-Trader eigentlich gar keinen Einfluss drauf, außer dass er halt das hier, also oder andersrum gefragt, wann verschwindet es in der Leiste? Wenn das Fenster auf Vollbild ist oder wenn ich die Fenster nebeneinander habe? Wie jetzt in dem Fall. Das wäre halt auch wichtig zu wissen dabei. Weil irgendwie, also klingt mir nach irgendwie, also auf jeden Fall ist es halt, habe ich noch nie gehört. Und Lichtvolles Fenster, genauso. Also so wie du es bitte. jetzt hast. Also So wie ich es eine jetzt kleine, habe. ja. Und dann verschwindet es hier aus dem Bereich, aus den Fenstern oder oben? Ganz Ja, oben in. aus dem Bereich, was du zuerst genannt hast, ja. Und im Hintergrund auch. Oben und im Fenster drinnen, schreibt der Teilnehmer. Keine Ahnung. Also klingt danach, als wäre dann noch irgendeine andere Software irgendwie am Start, die sich da halt irgendwie einmischt in irgendeiner Form. Also eine bessere Erklärung habe ich da echt nicht. Weil habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Und ich meine, man kann das ja generell ausstellen, wenn man hier über Expert Advisors und dann halt über Properties, da kann ich halt generell, kann ich ja hier die Sachen halt angeben, ja, wie das dargestellt wird. Und wenn da natürlich, wenn jetzt da nichts drin steht oder irgendwas Falsches, und dann hat es natürlich Einfluss. Also hier ist einmal Chart Title, das heißt, das ist halt wirklich dann die Anzeige, und dann Reihe 1, 2, 3, das ist das, für was im Hintergrund angezeigt wird. Also wenn das alles stimmt, wüsste ich nicht, wieso leider. Also muss ich tatsächlich passen an der Stelle. Und wenn dann halt wirklich mal gucken, was da noch irgendwie an Software irgendwie im Hintergrund aktiv ist, was da halt womöglich sich über die Anzeige halt da in irgendeiner Form halt hermacht. Der Fragesteller schreibt, er schaut sich das auch nochmal in Ruhe an. Ja, okay. Gut, dann nächste Frage. Geht auch um SFX bzw. SDX 30. Zu unbestimmten Zeitpunkten wird der Indikatorbalken unten links entweder ganz schwarz oder verschiebt sich über den gesamten unteren Bereich. Die Ranges sind dann nicht mehr zu sehen. Manchmal steht an der Stelle des Indikatorsymbols Text. Scheint immer wieder ein Absturz. Also mit generell ist halt immer das Problem, wenn halt wenn halt beschrieben wird, manchmal, also ich brauche, um sowas nachvollziehen zu können, wirklich eine genaue Hergangsbeschreibung, wirklich jeder Handgriff von dem Zeitpunkt an bis dahin, wo es passiert, um das nachvollziehen zu können. Das bräuchte ich wirklich dann irgendwie in schriftlicher Form, um mir das halt, also per E-Mail, um mir das dann wirklich halt mal anzugucken, so dass ich es wirklich reproduzieren kann. Weil ich meine, ich kann den jetzt hier laden und da wird es halt nicht so sein, ne? Und deswegen ist halt echt, wäre das halt schon sehr hilfreich, da mal ganz genau beschreiben, wie da vorgegangen wird, welches Betriebssystem da halt am Start ist, welche MetaTrader-Version und so weiter und so fort. Weil irgendwie Das es gerne. liegt. Das gerne Und dann, wie gesagt, auch an service@fixflat.com. ja. Und immer gucken, also wenn irgend sowas in der Richtung passiert, bitte immer hier unten reingucken, über, hoppla, wo ist immer, da unten in die Abteilung hier, Terminal Experts. Dort steht immer irgendwas drin eigentlich. Und das kann man halt auch exportieren. Ja, also hier über Copy und dann einfach Copy und Pasten die E-Mail. Und dann kann man da auch genau sehen, wenn da irgendwo eine Fehlermeldung steht. Weil einfach so ohne Fehlermeldung wird es nicht passieren, wenn da steht dort die Erklärung dabei. Und dann kann man da auf jeden Fall auch ansetzen. Also jetzt auch ohne Hergangsbeschreibung, wenn es nochmal auftaucht, am besten einfach immer hier unten Copy und Paste mitschicken und dann sieht man ganz genau, was passiert ist. Okay, dann nächste Frage. Wann wird das Box-Setup von Heiko kommen? Heiko fragen. Also der Heiko experimentiert das tatsächlich irgendwie noch rum, der will halt noch ein paar Sachen verbessern. Kann ich nicht sagen. Also es ist nicht meine Entscheidung. Da muss der Heiko irgendwann sagen, so, das machen wir jetzt, ist jetzt freigegeben und kann raus. Aber generell fertig ist das Ding, ne? Also fertig ist es. Nur halt eben, da ist wohl an den Einstellungen, will er halt noch ein bisschen was feintunen.
Gut, dann wurde jetzt schon mehrmals gefragt, dein neues Projekt, was du jetzt übers Wochenende fertiggestellt hast. Ja, das gerne eine kurze Erklärung dazu. Hey, das Wochenende ist gut, 20 Minuten waren es. Eigentlich muss das der Norbert erklären. Ist der Norbert da? Sollen wir dem Nee, Norbert mal leider ein Mikro nicht. geben? Nee, Ach, leider nicht, habe ich schade. schon geguckt. Der hat sich gedrückt, ne? So, weil ich habe vorhin schon gesagt, der Norbert kann ja was sagen. Der hat sich einfach gedrückt jetzt hier. Der will nichts dazu sagen. Ich kann da ganz wenig dazu sagen. Also ich bin da definitiv absolut der falsche Ansprechpartner. Also nur um das mal generell, damit alle mal verstehen, worüber wir überhaupt reden. Ursprung war halt der DAX. Den mache ich hier mal kurz auf. Und da gibt es ein neues Add-on. Ja, also wenn man hier über den Installation Manager geht, dann findet man hier ein Add-on. Ach, jetzt bin ich jetzt hier in der Beta-Abteilung, aber egal. Gucken müsste man aber trotzdem irgendwie angezeigt kommen. Hoffentlich geht da jetzt nichts kaputt bei mir. Nee, kann ich nicht machen jetzt hier. Dort gibt es ein Add-on, das heißt, nee, Moment, nochmal. Ich kann doch hier. Doch, da gibt es. Community Projects, gibt es eine neue Abteilung. Und der Hintergrund ist der, dass ich halt versuchen werde, in Zukunft so ein paar Sachen aufzugreifen, eben von euch, also die mit dem Stereo-Trailer handeln. Und wenn da gute Ansätze dabei sind, die man relativ mit überschaubarem Zeitaufwand auch darstellen kann, dass genau hier solche Projekte reinkommen. Und wenn man das halt installiert und dann erscheint nachher hier in dem Bereich Community, heißt der bei mir auch so? Ja, tatsächlich, da gibt es jetzt hier ein NG-Range, weil das ist von Norbert Günther, die Idee, und die habe ich halt mal eben umgesetzt. Für den DAX war ursprünglich halt die Idee, und der zeichnet halt zum einen halt eine Open Range, eine völlig andere, nämlich von 8:30 Uhr bis 10 Uhr, und dazu entsprechende Pullback-Level und entsprechende Targets. Ja, und wie man hier sieht, zum Beispiel dann halt am Freitag, war halt hier so ein Pullback-Level, was halt irgendwie angelaufen wurde, und von da ist entsprechend halt dann das Target erreicht worden. Aber wie man das jetzt halt tatsächlich im Detail halt handelt, da kann ich echt nichts zu sagen. Also ich kann da nur sagen, so sieht das Ding aus, das zeigt es an, aber wie das zu handeln ist, da am besten den Norbert nochmal fragen, beziehungsweise vielleicht hat er Lust, der wollte ja eh mal irgendwie ein Webinar machen, vielleicht hat er Lust, irgendwie mal einen Livestream oder so zu machen und das halt nochmal irgendwie im Detail dann zu erklären. Aber hat sich eigentlich schon viel Mühe gemacht jetzt hier am Wochenende. Also man findet, wie gesagt, in der Gruppe, warum müssen manche Leute eigentlich hupen? Ich hoffe, man hört das nicht. Da steht irgend so ein Bekloppter irgendwo draußen und hupt. Auf jeden Fall hat er sich da halt viel Mühe gemacht schon, und in der Gruppe kann man das ja auch sehen. Also in der Facebook-Gruppe Traders Club Stereo Trader mit einem Beitrag vom Sonntag steht das alles drin, wie die zu handeln ist oder wie er halt da rangeht. Nicht ablenken lassen, das, Dirk. Ja, das ist halt furchtbar, ne? Im Hintergrund, ich meine, hier ist es natürlich viel lauter, ne? Also ich überdecke das ja hier mit meiner Stimme halbwegs. Ja, das ist Okay, unglaublich. dann machen wir da ein bisschen weiter, sonst wird es eng heute mit der Zeit. So, jetzt gerade mal gucken. Wenn ich eine Order mit Take Profit und Stop Loss habe, wie kann ich beim Verschieben von zum Beispiel der Take-Profit-Order den Preis sehen, und zwar während des Verschiebens und nicht den Punktestand der Order? Wo kann ich das einstellen? Vielen Dank vorab. Nochmal bitte, sorry, ja. Das ist hier echt Also, gerade ein bisschen nervig. der Fragesteller hat eine Order drin mit Take-Profit und Stop-Loss und möchte den Take-Profit zum Beispiel verschieben, aber er möchte auch dann direkt den Preis sehen und nicht den Punkteabstand. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich Aber gehe wird da er gleich raus, angezeigt. einschlagen. Hörst du das überhaupt? Also Oder? wir hören es leise, ja, aber wahrscheinlich ist bei dir viel, viel lauter. Manche Leute muss ich ja echt fragen, also was die morgens echt zum Frühstück rauchen. Also, hier Take Profit, man sieht es doch. Also, wenn man Ja, den man Take sieht es Profit ja. hier. Ja, deswegen verstehe ich die Frage gerade nicht. Also, man kann ja übers Panel generell, kann man das ja ein paar Punkte einstellen, aber hier sehe ich zum einen sehe ich es visuell und sehe ja auch hier, steht ja auch eine Anzeige drin, wo
an welchem Preislevel. Und auch wenn ich mit der Maus drüber gehe, sehe ich es ja halt auch nochmal. Also von daher kann ich die Frage jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ja, also der Teilnehmer hat auch geschrieben, ist ganz neu mit dem Stereo-Trader, nicht böse sein auf ihn, auf die Frage. Nein, nein. Wir sind niemandem böse. Das ist richtig. Wir fressen nur alle sofort. Nein. Aber halt, ich kann es natürlich ja hier, klar, hier gebe ich den Punkteabstand einfach ein. Ja, also hier über das Panel. Dort kann ich keinen direkten Preis eingeben, aber den kann ich natürlich hier, wenn ich es visuell mache, dann sehe ich es dort ja halt. Also das heißt, hier wird es ja wirklich dann angezeigt und entsprechend hier auch nochmal, wenn ich mit der Maus da drüber bin. Also, alles gut. Tatsächlich kam auch mit der Gruppe mal die Idee, bei Limits die Möglichkeit zu geben, dass man den Preis direkt dort verändern könnte. Ne? Das wäre eigentlich gut. Ja, genau. Genau, das kam jetzt irgendwie vom Ingo, kam das jetzt, glaube ich, irgendwie die Tage. Ja, das ist natürlich halt eine Überlegung, aber das ist jetzt natürlich auch nichts, was jetzt mal, das ist nichts, was mal schnell übers Wochenende umgesetzt Geht nicht wird. in 20 Minuten? Schade. Das geht schon, aber ob danach noch alle Funktionen, so gehen, wie sie sollen, das steht dann auf dem anderen Blatt. Okay. Gut, dann nächste Frage. Und zwar bei der SteelTrader-Installation kommt beim Windows Defender eine Meldung, Ich ob weiß. das. Ja, okay. Kannst du was Ich dazu weiß. sagen? Nee, kann ich leider noch nichts dazu sagen. Es ist Baustelle. Die Meldung ist natürlich falsch. Aber da gab es ja halt schon mal irgendwie Ärger. Und also, vielleicht nur um das ganz kurz nochmal auszuführen: Da stand irgendwie des Öfteren mal, ja, ist mit irgendeinem Trojaner oder Virus verseucht. So, also generell kann man ja halt über VirusTotal, heißt die Seite, dort kann man ja einfach den Download-Link reinstellen und das untersuchen lassen. Da sind irgendwie, ich glaube, 50, 60 verschiedene Virenprogramme und die kommen alle auf überhaupt gar kein Ergebnis. Also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und selbst dort war es mal so, dass die auf ein Ergebnis gekommen sind. Dann mussten die leider alle mal kurz abgemahnt werden. Und plötzlich, siehe da, war halt von irgendwelchen schadhaften Befällen von der Software keine Rede mehr. Das heißt, die mussten halt wirklich aufgefordert werden, weil es halt einfach falsch war. Ja, also es hat sich dann rausgestellt. Auch Kaspersky hat dazu irgendwie Stellung bezogen, Bitdefender dann das Gleiche. Und die haben das dort dann halt irgendwie auch nochmal alles untersucht. Und es war halt einfach nicht. Also kommt immer wieder vor, dass solche False-Positiv-Meldungen, so nennt man das halt, dass die halt erscheinen. Und weil halt dann irgendwie in dem Code, also von jetzt hier dem Installation Manager als Beispiel, da gibt es dann irgendwie Ähnlichkeiten scheinbar mit irgendwelchen Trojanern und da springen dann halt einfach so verschiedene Algorithmen, die das halt dann irgendwie nur rudimentär untersuchen, halt drauf an. So, man kann es aber auch so machen, dass man es einfach runterlädt, direkt in die Quarantäne lädt und dort nochmal drüber laufen lässt und da wird man auch sehen, dass es halt nicht stimmt, ja. Es ist halt nervig, ich weiß das. Und brauchen da auch mal irgendwann irgendwie eine Dauerlösung, wie auch immer die aussieht, aber ist halt leider, muss auf dem rechtlichen Wege gemacht werden. Ja, weil technisch kann ich da halt nichts machen und ist mir auch ein Rätsel, weil vor allen Dingen ist es auch so, dass der Installation Manager mit Original Microsoft Software hergestellt ist und direkt aus dem aus dem Werkzeug halt kommt, wo man halt sowas programmiert. Von daher ist mir es unerklärlich, was Microsoft sich da halt auch irgendwie abhält und wie das überhaupt sein kann. Weil eigentlich müssten die erkennen, das kann gar nicht sein. Ja. Also es ist ein Fehler, leider. Aber keine Handhabe von unserer Seite an der Stelle. Okay, dann nächste Frage. Ich hoffe, das ist okay, Dirk, dass wir ein paar Minuten länger machen. Ja. So viele Fragen sind es jetzt auch nicht mehr. Dirk, ist es möglich, einen Indikator zu schreiben, der mir zum Beispiel auf M15 sämtliche Trendbrüche anzeigen lassen kann? Da ist immer schon die Frage, also generell muss ich mal fragen, was ist ein Trend? Also für viele ist ja sowas ein Trend, ja. So irgendwie sagen dann ja, hier habe ich einen Long-Trend. So. Und die dann halt so rangehen und sagen dann, hier ist ein Trendbruch. Das wäre für mich kein Trend, also für mich ist das nicht mal ein Trend, ja. Und das ist ja auch kein Trendbruch. Und auch das wäre jetzt halt nicht ohne weiteres machbar, sowas zum Beispiel. Selbst wenn man jetzt sagt, na gut, ich bin rein markttechnisch unterwegs und Trend ist für mich nur sowas, ja, also hier
mit einfachem Zickzack. Ja, und als Beispiel, wenn jetzt das gebrochen würde, dieses Low, ja, weil ich sage, ich habe hier einen Aufwärtstrend, das ist natürlich jetzt Quatsch, ja, aber halt, wenn ich sage, hier, das ist mein Trend und das gebrochen wird und dann kriege ich hier ein Signal. Also selbst das ist halt leider nicht so ohne weiteres machbar, aber ab Januar gibt es hier eine Geschichte, also eine neue Baustelle für ein neues Add-on. Und wo wir halt mit drei Leuten dran beteiligt sind, hier unter anderem mit Oliver Naschar, also das Markttechnik-Add-on. Und das wird dann auch sowas entsprechend anzeigen können. Das dauert aber, ja. Das wird nicht im Januar rauskommen, ja, sondern wir planen da halt wirklich für Mai. Also bis dann halt das in der Richtung kommt. Das ist ein recht erfolgreiches Add-on, was es auch für andere Plattformen gibt. Und das werden wir halt auch in der eigenen Version eben für den Stereo-Trader machen. Und dann wird es auch entsprechend angezeigt. Ja. Aber halt mal eben programmieren, das funktioniert leider nicht. Das muss schon richtig dann gemacht werden. Okay, kann man das Range Breakout M oder O vernünftig anpassen, zum Beispiel für die morgendliche Eröffnung, sprich von 8:45 Uhr bis 9 Uhr, Fragezeichen. Ja, also generell, ich meine, kann man das ja damit machen, ne? Also das ist ja damit halt darzustellen und beziehungsweise darstellbar. Also wenn ich jetzt Range Breakout halt als Beispiel da reinziehe und sage dann halt hier, ja, meine Zeit ist irgendwie 15 Uhr bis 16 Uhr, jetzt hier als Beispiel auf den Ami bezogen. Gucken, funktioniert das hier? Nö. Ja, das ist dann wahrscheinlich bei mir hier jetzt wieder irgendwas inkompatibel. Das kann natürlich jetzt sein, aber sollte aber bei euch funktionieren. Warum funktioniert es bei mir jetzt hier nicht? Gerade mal gucken. Initialisiert will aber irgendwie trotzdem nicht. Ah, doch, da ist es doch. Okay. Also wie gesagt, ich habe immer eine andere Version als jetzt ihr. So, kann man mal gucken, wenn man da halt. Nee, bei mir hat er irgendwie keine Lust, warum auch immer, jetzt hier eine Range irgendwie darzustellen. Wahrscheinlich ist die Range zu groß, kann das sein? Ah ja, tatsächlich, die Range war zu groß. So, das heißt, man kann es ja generell damit machen. Ja, also ich kann ja hier meine Zeit, kann ich ja eintragen und kann ja dann auch sagen, also Distanz, um das auch mal kurz zu erklären, heißt, er müsste 4 Punkte aus dieser Range, das ist jetzt irgendwie die 15 bis 16 Uhr Range, die würde ich hier dann dargestellt. Er müsste 4 Punkte rauslaufen, um damit entsprechend nach oben long eröffnet wird und nach unten dann halt short. Also insofern kann man das schon damit vernünftig machen und kann auch hier sagen, die Range, es muss minimal 20 Punkte sein, maximal 250, nur dann gibt es entsprechend auch Trades. Ich kann auch zum Beispiel sagen, ich handle die nur einmal am Tag, ja, oder nur in eine Richtung, kann auch sagen, zum Beispiel darf das 10-mal, darf er halt den Ausbruch handeln, geht alles. Und kann man theoretisch damit machen, klar. Also spricht jetzt nicht viel dagegen, ist zwar auch wiederum halt ein Sample, ja, also deswegen immer mit bisschen Vorsicht zu genießen, beziehungsweise bitte unbedingt sowas erst im Demo, weil es ist ja keine Gewähr dafür, dass das halt irgendwie Gewinne abwirft, ja. Aber generell damit machen kann man das, klar, keine Frage. Kann die ja auch durch einen Estimator schicken, kann ich auch mal nur kurz zeigen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier den Estimator, bin ich im Slot 1, ja. Wenn ich zum Beispiel einen Estimator halt anschalte und dann kann ich halt hier mir zum Beispiel auch die Ergebnisse anzeigen lassen. Was hätte halt das Ganze gebracht, wenn ich jetzt hier in den letzten, wie viele Tage habe ich hier, 140 Tage habe ich jetzt hier nur drin. Aber wenn ich das halt mit den Einstellungen halt gemacht hätte, gut, es war jetzt hier ein Stop-Loss von 10. Ich mache jetzt mal als Beispiel Stop-Loss von 50 und warum ändert sich jetzt da nichts? Na doch, tut sich doch was. So, dann kann ich halt hier verschiedene Stop-Loss-Größen einsetzen oder auch irgendwie Take-Profit dann auf, weiß ich, stellen wir mal auf 100. Ja, nur mal als Beispiel. Und muss natürlich hier auch aktivieren. Und dann kann ich mir hier halt auch entsprechend die Ergebnisse von der Vergangenheit anzeigen lassen. Ja, das ist irgendwie nicht so wirklich die gute Idee. Die Range halt so zu handeln, wie man hier sieht. Ne? Das ist halt einfach eine Schnellauswertung davon, was würde das halt bringen. Aber es ist halt sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach sofort sieht,
macht Sinn oder macht halt keinen Sinn, so eine Strategie. Und wenn jetzt zum Beispiel hier nur Stop-Loss ausgewählt ist, dann heißt das eigentlich nur an der Stelle, dass er halt dann am Ende des Tages dann halt wohl die ganze Geschichte glattstellt und wirklich halt hier nur mit Stop-Loss dann halt auch arbeiten ohne Take-Profit. Also was man ja gerade gesehen hat, was tatsächlich dann halt mehr bringt. Ne? Aber so kann ich mir hier entsprechend, als würde ich das handeln, die Werte halt einstellen und hier mit dem Estimator, ja, also das war jetzt gerade kein Hexenwerk, einfach nur draufziehen, dann hier den bei Auto Trading den Estimator ein- oder ausschalten und dann wird es halt hier oben sieht man, es läuft so eine Zahl mit, wie weit die Berechnung ist und je mehr Kerzen man halt hat, umso mehr entsprechend wird hier auch dann dargestellt. Ja, also insofern kann man das schon vernünftig machen, man kann es zumindest vernünftig auswerten an der Stelle. Es gibt eine Anmerkung von Nina, und zwar, ich möchte anmerken, dass RBOM nicht Market heißt, sondern die halbe Range als Stop-Loss angenommen wird. Bei RBO kann man einen fixen Stop-Loss eingeben. Echt? Okay. Glaube ich der Nina sofort, weil die ist ja da halt, die hat ja mit dem Ding. Muss ich selber mal gucken. Also ich will das gar nicht ausschließen, ja. Dass das wirklich so. Ja, das kann aber, macht aber Sinn, was sie sagt, ja. Dass dann deswegen die Orders halt da auch entsprechend platziert werden können. Ja. Okay. Also das steht wahrscheinlich im Quelltext. Vermute ich mal irgendwie drin, oder? Deswegen kommt man da wahrscheinlich drauf. Okay, also das heißt, müsste ich aber jetzt auch reingucken. Ich kann es jetzt hier nur nicht aufmachen, weil bei mir wirklich, da habe ich jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet. Wenn ich jetzt hier in den Editor gehe, geht der komplette Quellcode irgendwie vom Stereotrader halt auf. Und da kann zwar keiner was mit anfangen, aber trotzdem ist das jetzt nicht unbedingt halt fürs Webinar bestimmt. Also das steht dann, aber im Quellcode kann man das dann wohl erkennen. Dass es halt eben dann an der Stelle so ist. Ich mal vermuten, ich kann da mal was anderes machen. Ich kann ja mal reingucken auf dem Wege hier. Mal gucken, include. Ein falscher Weg, Indikatoren, Stereotrader, Samples, Range Breakout O. Das ist extra kompliziert hier. Hier, Editor. So, das ist doch. So, Places pending by Stop Orders und so weiter und so fort. So, und hier sieht man, da wird die Range gezeichnet. Jetzt kann man gucken. Nö. Nein. Im RBOM steht das. RBOM, was ist denn RBOM? Also in dem anderen, also nicht in Ja. dem. Ja, genau. Achso, im Range Breakout M, okay. Mit Editor. So, jetzt geht es schon mal schneller. Wirklich? So, gucken wir mal. So. Das hier auf Anhieb erkennen kann. Also ich glaube, das ist jetzt einfach mal so. Aber erkennen kann ich es jetzt hier auf Anhieb tatsächlich nicht. Aber gut, ja, führt jetzt dann auch, glaube ich, irgendwie zu weit, wenn ich da jetzt halt versuche, den Quellcode hier noch auseinanderzunehmen. Dafür, aber so sieht es jedenfalls aus, ja. Also wenn man sich halt mit dem Quellcode da befasst. Man kann sich da halt wirklich, also Nina meint, die würde zur Hälfte aufgelöst werden da oder wie? Also hier, da müsste ja irgendwo hier stehen. Oh, das heißt relativ 0,5 oder so. Deswegen verstehe ich das irgendwie gerade nicht. Gut. Also mag Nein, sein. also sie schreibt nein, der Stop-Loss wird automatisch gesetzt. Ach so, okay. Der Stop-Loss wird automatisch gesetzt. Halbe Range. Da. Ah, alles klar. Okay, gut. Dann habe ich das jetzt auch verstanden. Glaube Gut, ich, deswegen schreibt am. Was? Glaube ich, sagt sie. Deswegen am besten wirklich im Estimator sowas probieren.
oder Demo-Account, bevor man sowas hat. Also man kann es generell mit diesen Range-Breakouts, das war ja eigentlich das Thema, kann man sowas abbilden, ja, sicherlich auch vernünftig, aber natürlich die richtige oder professionelle Variante ist natürlich das Sport-Add-on. Also damit habe ich natürlich nochmal deutlich mehr Möglichkeiten. Also hier von meinem Partner, dem Oliver Schwab. Und das heißt, dort kann ich das ja wirklich dann komplett abbilden. Also, um das mal kurz zu zeigen, da gibt es auch etliches mehr, was man einstellen kann für die Range, wie die aufgelöst wird, wie getrailt wird, wann Teilverkäufe halt stattfinden. Und entsprechend kann ich das alles viel, viel besser einstellen. So, dass hier jetzt die Kurve runtergegangen ist, natürlich, damit natürlich nichts zu tun. Ich bin jetzt hier auch gerade im Dow Jones und habe hier eine Eröffnungsrange von 9 bis 10 Uhr, ist natürlich Blödsinn. Aber da gibt es auch entsprechende Settings, die der Olli halt auch handelt, wo es auch jahrelange Auswertungen dazu gibt von Live-Konten, wo er sie halt gehandelt hat. Und da hat man natürlich eine ganz, ganz andere Verlässlichkeit als jetzt nur mit einem Beispiel. Und dass hier der Quellcode natürlich auch um ein Vielfaches umfangreicher ist, kann man sich ja sicherlich auch vorstellen, weil es halt einfach wesentlich ausgereifter ist, ne? Okay, also ich glaube, wir haben noch drei Fragen, dann haben wir es geschafft. Die nächste Frage wäre, wurde was zu der Fehlermeldung Invalid Profile Time Settings Found gesagt? Bekomme den bei der neuesten Version des Zero Traders auf verschiedenen Rechnern. Eine Idee, warum? Ganz einfach. Also man kann ja hier, Moment, ich mache das mal gerade weg. Man kann ja hier generell die Zeiten ändern. Ja, also hier sind die Profildaten. Das liegt jetzt daran, oder das wurde deswegen jetzt ja eingeführt, weil sich die Handelszeiten vom DAX ja geändert haben. Komm, hole ich mir am besten auch mal den DAX an der Stelle. So, deswegen ist das eingeführt worden. Ich zeige auch mal, warum. Also, das ist jetzt ja mittlerweile, wobei da halt auch irgendwie mir selber nicht so ganz klar ist, ob der Future jetzt von 1 Uhr, ob das nur die Vorhandelszeit ist, weil ich glaube, ab 1:10 Uhr oder 1:15 Uhr ist irgendwie die Future-Zeit, aber trotzdem ist das irgendwie hier, das sind das die Zeiten, die von der Eurex da genannt werden. So, aber generell waren es ja vorher 8 Uhr bis 22 Uhr und jetzt ist es eigentlich 1 Uhr bis 22:30 Uhr. So, und wenn ich jetzt, das heißt, ich kann mir die Zeiten hier aber einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will aber 8 Uhr bis 22 Uhr, wie vorher halt auch, ja, dann hat es halt einfach den Hintergrund, um das mal kurz auch irgendwie nochmal zu verdeutlichen, wenn ich jetzt hier auf Symbol gehe, ja, also hier Chart, Symbol, dann habe ich natürlich entsprechend hier die Zeiten, ja, dann ist halt hier Future Open, ist dann entsprechend auf 8 Uhr heute Morgen, ja. Beziehungsweise hat er es jetzt nicht erkannt. Bin ich jetzt hier? Ne, doch, da bin ich noch. Was war das jetzt gerade? Warum steht denn jetzt hier auf 2 Uhr? Ach so, ach, sorry, mein Fehler. Das hier ist nochmal was anderes. Hat damit nichts zu tun. Verzeihung. Also andersrum. Wenn ich hier zum Beispiel jetzt das Volumenprofil einschalte und dann beginnt es jetzt immer an den Zeiten, die ich halt in den Profildaten eingestellt habe. So, das wäre dann jetzt hier 8 Uhr. Ja, so, das, was ich hier eingestellt habe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, nee, mein Future beginnt ab 6 Uhr, sieht man, da springt es halt alles im Hintergrund. Genauso gilt es halt für zum Beispiel halt für die Intraday High Low und so weiter oder auch vom Vortag High Low oder Fibos. Das wird immer alles daran bemessen, was ich hier einstelle. Ja, das heißt, die Tageskerze, die da im Hintergrund liegt, die ist völlig egal, sondern weil es hat man ja auch das Problem, dass man bei einer Overnight-Indikation zum Beispiel völlig falsche Hochs und Tiefs, Pivotpunkte und alles bekommt. Und das ist seit der letzten Version so, dass sich das alles immer nach den Profildaten richtet. Ja, also wenn ich hier dann halt einstelle, 8 Uhr bis 22 Uhr, sobald ich halt hier auf OK klicke, wird auch das High und Low nur von 8 bis 22 gerechnet. Genauso kann ich mir halt hier das Ganze dann entsprechend hoch, tief, Fibos und weiß ich nicht was auf Kassakurse dann halt auch beschränken. So, und natürlich
brauche ich halt hier eine Angabe, die funktioniert. Wenn ich jetzt hier aber reinschreibe, als Beispiel 18 Uhr bis 15 Uhr, dann kommt das Invalid Profile Time Settings Found. Ja, das ist halt einfach, kann natürlich nichts mit anfangen, weil natürlich die Endzeit muss natürlich größer sein als die Anfangszeit. Also da findet einfach so eine Plausibilitätsprüfung statt und wenn das halt nicht passt, und dann kommt halt die Fehlermeldung. Okay, dann nächste Frage. Unter Session Statistik wird Slippage, MIT und anderes in dem Feldbereich nicht angezeigt, wenn der Zeitraum auf Intraday eingestellt ist. Muss man da etwas einstellen? Nee, das ist richtig. Also das wird immer nur für die Session berechnet. Das ist anders leider nicht machbar, weil die Daten zu umfangreich werden. Deswegen wird das immer nur für die Session berechnet und auch gespeichert. Ja, also das hier ist ja damit gemeint, Slippage und MIT, ne? Ja, hat also seine Richtigkeit. Dann nächste Frage, ich glaube, dann haben wir auch soweit alles. Wie kann man wie bei dir die kleinen Fenster einstellen, zum Beispiel M15, H4, Charts und so weiter? Hier oben das? Ich weiß jetzt nicht, ob die Anordnung gemeint ist oder das müsste vielleicht der Teilnehmer sagen, aber... So war die Frage gestellt. Das ist doch eigentlich standardmäßig so drin, ne? Oder ansonsten halt hier über View und dann halt. Ja, genau, schreibt der Teilnehmer. Ja. Anordnung hier. In dem 5 nicht. Ne, okay. Ja, einfach nur hier über View oder Anzeige, wie das dann halt eben in der deutschen Version heißt, Toolbars, also Werkzeugleisten und dann halt hier Zeiteinheiten, Timeframes. Und da kann ich die halt ein- und ausblenden oder kann sie halt auch in der Gegend rum verschieben. So. Aber das ist ja MetaTrader Standard. So, jetzt aber die letzte Frage tatsächlich. Ich werde aufgefordert, den SailTrader abzudaten via Installationsmanager. Wenn ich ihn aber anklicke, also in der Plattform unter dem Symbol und Basic, passiert nichts. Wie gehe ich am besten vor? Unter Basic. Ach so, ja, habe ich jetzt irgendwie schon 3-4 Mal gehört. Kann ich momentan leider nichts zu sagen. Also muss man dann in dem Fall, also ne, so sollte es ja eigentlich funktionieren. Und das heißt hier aufs Logo klicken und dann halt hier auf Installation Manager und dann sollte der ja eigentlich erscheinen, so wie es halt hier der Fall ist. So, und ich habe jetzt aber irgendwie schon 3-4 Fälle gehört, wo das scheinbar nicht ausgeführt wird. Kann ich momentan nichts zu sagen, muss ich mir halt anschauen. Also ist wohl dann irgendwie ein Fehler. Womit der zusammenhängt, müssen wir erstmal rausfinden. Aber wenn es dann halt, wenn der halt nicht startet, dann halt einfach über die Homepage gehen, beziehungsweise die Landingpage dann halt hier bei FX Flat und dann dort drüber installieren. Ist im Endeffekt das Gleiche, ist halt dann nur ein bisschen umständlicher, wenn man ein paar mehr Instanzen hat, weil man es nicht direkt aus dem SailTrader heraus machen kann, aber führt zum gleichen Ergebnis. Okay, ich habe eine Frage übersehen von Ralf. Den Quellcode für die Projekte sind nicht drin, ob nachträglich noch eingestellt werden kann. Für welche Projekte? Wahrscheinlich jetzt den neuen NG-Range. Doch, das sollte drin sein. Was, das müsste aber doch, müsste eigentlich drin sein, klar. Also habe ich gestern selber noch überprüft. Also würde mich jetzt sehr wundern, wenn der nicht da ist. Also es ist ja halt einfach auch nur hier so. Also ich meine, hier habe ich es jetzt natürlich sowieso drin, ne? Aber halt, wenn ich das auf einer Testinstallation halt prüfe, was ich jetzt hier nur nicht machen kann, ich bin hier im anderen VPS, bin hier in der Entwicklungsabteilung und das sollte eigentlich drin sein. Also kann ich gerne nochmal überprüfen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber Fehler natürlich wie immer nicht ausgeschlossen. Weil das ist ja neu, ja, ist ja irgendwie übers Wochenende dazugekommen. Von daher, ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an. Aber gehört natürlich dazu, klar. Also ich habe jetzt den MT5 hier gerade offen und da ist es, wenn ich das richtig sehe, tatsächlich nicht dabei. Okay. Also hast du dann auf, also einfach hier über Rechtsklick. Denn ich habe jetzt halt den Dateiordner jetzt nochmal aufgemacht, ob die Datei mit dabei ist, die Source-File, ja. Aber war jetzt nur MQL5, EX5.
Okay, ja, dann gucke ich nochmal, warum das nicht kopiert ist. Aber eigentlich sollte das mit kopiert werden. Also ist zumindest so vorgesehen. Gut, lieber Dirk, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Ja, Überstundenrechnung folgt. Das habe ich mir gedacht, aber ist kein Problem, mache ich an der Stelle gerne, wenn wir den Leuten hier helfen konnten. Und ja, bevor du zu deinem Schlusswort kommst, wie immer, sage ich aber schon mal vielen Dank, Dirk, für alle Webinare, die wir 2018 zusammen gemacht haben. Hat mir tatsächlich jetzt ohne Ironie Spaß gemacht und bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern, die auch echt immer dabei waren und regelmäßig. Das war echt super, hat wirklich Spaß gemacht. Und das werden wir natürlich 2019 fortfahren. Freue ich mich, dass der Dirk da weiter Lust hat, mit uns ja die Veranstaltung zu machen. Und da wir jetzt tatsächlich nur noch eine Woche haben, traue ich mich jetzt auch mal endlich zu sagen, schöne Feiertage und genießen Sie die Zeit mit der Familie. Wünsche ich dir natürlich auch, Dirk. Und ja, für einen guten Rutsch weiß ich nicht, ob jetzt schon die Zeit dafür ist. Aber falls man sich nicht mehr hört oder liest oder irgendwas auch immer, dann natürlich auch einen guten Rutsch. Und Dirk, du hast das letzte Schlusswort für 2018. Oh, war ja. Jetzt muss ich ja wirklich noch was draus machen. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht, natürlich vorbereitet sowieso nicht. Ich kann das ja nur spontan. Nein, aber auch von meiner Seite natürlich lieben herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die ja mittlerweile tatsächlich auch sehr, sehr, sehr viel mehr geworden sind bei den ganzen Webinaren. Jetzt nicht nur hier beim Helpdesk, sondern auch bei den ganzen Live-Tradings. Also echt herzlichen Dank dafür, dass ihr hier immer dabei seid, dass ihr Input liefert und dafür auch, dass ihr den Stereotrader einfach verwendet. Ja, also ich glaube, wer das so ein bisschen mitbekommen hat jetzt so im Laufe der Zeit, hat ja auch verstanden, dass es mir halt auch wichtig ist, ja, dass wenn man handelt oder wenn man mit dem Stereotrader handelt, dass ich halt einfach, wie soll ich das sagen, so das Ziel irgendwo als erreicht sehe, wenn ich sehe, mitbekomme, dass diejenigen, die den Stereotrader halt einsetzen, wirklich tatsächlich besser handeln oder halt für sich auch Funktionen finden, die sie vorher nicht kannten und die dann einsetzen und wirklich einfach erfolgreicher sind. Also das war ja halt auch wirklich der Ur-Ur-Ur-Ansatz vom Stereotrader. Und deswegen, also mich freut es wirklich ganz, ganz herzlich und das, glaube ich, kann man an oder kurz vor Weihnachten auch mal genauso betonen. Also ich freue mich, wenn ihr alle auch weiterhin dabei bleibt, natürlich auch, wenn ihr es weitererzählt und wenn ihr weiterhin uns hier erhalten bleibt. Und natürlich freue ich mich auf die ganzen nächsten Webinare, die noch kommen. Der Nelson hat mir schon den ganzen Kalender für 2019 schon dicht gemacht, mehr oder weniger. Also gibt schon irgendwie gar keinen freien Platz mehr. Überall steht Richtig so. FX Lit. Und also kommt natürlich ganz viel 2019, freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Auch an dich, Nelson, mein ganz großes Dankeschön, dass du es hier immer mit mir aushältst und mit den Schalk und den Späßchen, die da auch manchmal kommen. Und dass du halt da auch immer wieder die Geduld aufbringst, wenn mal was nicht funktioniert. Und natürlich auch an all deine Kollegen hier von FX Flat. An der Stelle dann also ein frohes Weihnachtsfest hier von meiner Seite. Bleibt gesund, passt alle auf euch auf und feiert schön mit euren Familien, sofern möglich. Kann ja leider auch nicht jeder und diejenigen, die es nicht können, aus welchen Gründen auch immer, macht trotzdem irgendwie das Beste draus. Habt eine gute Zeit und demnächst dann auch einen guten Rutsch. Ich freue mich auf 2019. Und sage an der Stelle dann tatsächlich zum letzten Mal im Webinar für dieses Jahr. Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Tschüss.